Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem kleinen Update meiner EDC Pouch. Ja, ich bin jetzt fast 3 Monate lahmgelegt, habe eine nicht unerhebliche Zeit davon, ja, habe ich ja erzählt, auch im Krankenhaus verbracht, hat man Zeit, sich Gedanken zu machen. Es kommen einem ein paar Ideen, ein paar Sachen ergeben sich aus der Situation heraus und ich habe einfach mal in letzter Zeit so ein paar winzig kleine Änderungen an meiner Vanquest EDC Pouch vorgenommen. Und da wollte ich einfach mal ein kleines Update drehen. Das mache ich bei der Pouch eigentlich viel zu selten. Da hinten seht ihr eins der Taschenmesser, die definitiv nach wie vor in meiner EDC-Rotation sind und auch 1000%ig bleiben werden. Bei den Lampen, also Taschenmesser, sagen wir rechte Hosentasche, bei den Lampen die Pineapple Mini Titanium von Raylight. Na, Fokus. Okay, der will weiter auf dem Valhalla-Ticket fokussiert bleiben. Die ist immer in der linken Hosentasche meiner Jeans. Da gibt es auch soweit keine Veränderungen. Erste Veränderung an der Pouch. Der Lucky Fat Man Talisman ist jetzt definitiv an der Pouch. Ich weiß nicht, ob ich das so belassen werde. Ich werde wahrscheinlich eines der Schnürchen austauschen. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu viel. Ich habe den jetzt einfach hier nur an das kleine Cord am Reißverschluss noch einmal zusätzlich durchgezogen. Der baumelt jetzt einfach schön darum. Das kann auch erstmal so bleiben. Allerdings als Dauerzustand ist das nicht gedacht. Aber der kommt absolut zu 100% irgendwo an diese Pouch und damit in mein EDC. Denn die Pouch habe ich immer im Rucksack und ohne Rucksack verlasse ich eigentlich nicht das Haus. So, dann schauen wir doch einfach mal, was drin ist. Und wir leeren die jetzt einfach mit und mit. Fangen wir einfach links an. Das ist der Tactile Turn Sideclick Mini in Zirconium. Der edelste Stift, den ich besitze, würde ich mal behaupten. Zumindest ist es der teuerste. Ja, haptisch das reinste Vergnügen. Ich liebe die Sideclicks, meine absoluten Lieblingsstifte. Traumhaft verarbeitet, wunderschönes Schriftbild und ja, durch die wunderbar ergonomische klassische Form kannst du damit ermüdungsfrei schreiben und zwar stundenlang am Stück. Absolut fantastisches Teil. Natürlich mein Nummer 1 Alltagsstift, deutlich leichter, Titan als Zirconium, dann aber auch ein bisschen größer, das Sideclick Titan, etwas weicher beim Clicky, nicht ganz so hart, nicht ganz so laut wie der Zirk. Super angenehmer Stift, wunderschön. Also das ist meine Nummer 1, absolut unumstößlich. Tactile Turn Sideclick Titanium. Die Tactile Turn Stifte natürlich über Sascha, über Writing, Turning, Flipping zu beziehen. Ich glaube sogar, die Links müssten unten bei meinen Standard-Links dabei sein. Scrollt einfach mal runter, die findet ihr schon. So, Bleistift. Auch unglaublich viel genutzt. Habe ich jetzt tatsächlich einfach mal so einen weißen Standard-Radiergummi von so einem Holzbleistift reingetan oben, weil der mitgelieferte schwarze aufgebraucht war und ich die Ersatzradiergummis nicht finde. Ganz schrecklich. Also schwarz sähe natürlich nochmal cooler aus, aber auch so ja, ein traumhaft guter Bleistift. Ich liebe es, mit diesem Stift zu zeichnen und zu schreiben. Ja, die gewohnte Tactile Turn Qualität. Natürlich hat die ihren Preis, aber die Teile sind es wirklich wert. Du denkst nicht mehr über den Preis nach, sobald du diese Stifte in Benutzung hast. Dazu natürlich auch Ersatzbleistiftminen, ganz klar. Ein Radiergummi, wie sollte es anders sein? Auch noch in groß, da habe ich jetzt einfach mal einen frischen reingepackt für das Video. Normalerweise ist der etwas abgenutzter. Tatsächlich, hin und wieder wird radiert. Den hier brauchst du nicht radieren, den kannst du nämlich gar nicht radieren. Das ist der ewige Bleistift von Böker. Das ist, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Metall exakt vorne an der Spitze ist. Aber das ergibt eine Oxidationsschicht auf dem Papier, wenn du damit schreibst. Das heißt, das ist kein Abrieb, sondern einfach nur eine Reaktion auf dem Papier. Dadurch ergibt sich ein Schriftbild, eigentlich ein sehr dünnes. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Bleistift, schon gar nicht mit einem weichen Bleistift. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Das Ding wird also
Wahrscheinlich in alle Ewigkeit schreiben, solange es Papier gibt, wirst du dieses Ding auch benutzen können. Das ist ganz cool. Das Titan ist sowieso unverwüstlich. Das hier ist dann quasi ein massiver sechseckiger Block aus Titan mit einem angesteckten Clip. Ganz cool vom Design, muss ich ganz klar sagen. Gefällt mir sehr. Schriftbild gewöhnungsbedürftig, aber um einfach mal eine Kleinigkeit auf dem Papier zu zeichnen oder einfach nur zwei Worte irgendwo unter einen Text zu schreiben, vollkommen okay. Bleiben wir noch einen Moment auf der linken Seite. Prybar, hauptsächlich wegen des Kapselhebers. Und ganz ehrlich, damit habe ich schon so viele Reißzwecken aus der Wand geholt, wenn Kalender getauscht werden mussten oder Poster oder sonst irgendwas. Wenn du neue Grammatikposter an die Wand machst und die alten abnimmst oder einfach mal tauschen möchtest. Sehr schöne Hilfe, gerade wenn man sehr kurze Fingernägel hat, passt das doch ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, Kapselheber. Damit musste ich jetzt also noch keine Munitionskisten aufprügeln. Das geht soweit auch so ganz gut. Hier vorne übrigens noch kleiner Zipbeutel mit ein paar Pflastern. Nichts Besonderes, einfach nur für den Fall der Fälle. Und machen wir weiter auf der rechten Seite. Gerade erst vor wenigen Tagen vorgestellt, die kleine Boruit V3. Sehr, sehr coole Lampe, 4 LED-Modi beim normalen weißen Licht, plus noch die sekundären LEDs mit rotem Licht, mit UV-Licht, weißes Leselicht, weißes Blinklicht, rotes Blinklicht, rot-blaues Blinklicht. Also das Ding hat tierisch viele Funktionen, aber super easy zu verstehen. Doppelklick auf der Seite, du hast über beide Köpfe ganz normales LED-Licht und zirkelst durch die einzelnen Modi. Länger gedrückt halten ist wieder aus. Rechter Knopf zweimal gedrückt halten. UV ist jetzt bei mir wegen des Memory Mode der Default, weil ich den eigentlich am coolsten finde. Meistens einfach nur, um das Teil nachts mal kurz aufzuladen oder im Dunkeln und dann zu gucken, wie lang der Korpus nachleuchtend ist. Hinweis, nicht so lange. Ja, ansonsten gedrückt halten hat den gleichen Effekt. Damit kommst du ins Sofortlicht. In dem Fall hier das Weiße. Gedrückt halten, vorne Turbo-Modus. Ich glaube, die hat bis zu 900 Lumen, wenn der Akku komplett geladen ist. Also da kommt schon ordentlich was raus. Die Lampe kostet nach Abzug dieses Sofortrabatts irgendwie 20 €, 22 Cent. Spaßiges kleines Teil, gefällt mir sehr. Bin froh, dass ich die habe. Ja, Pinzette kann man immer mal gebrauchen, selbsterklärend, natürlich aus Titan, was sonst. Das kleine Rambler mit den Daily Customs Golfballschalen und dem Triple Mokume Bead, tolles kleines Teil, meistgenutztes Tool und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ist die Schere. Durch den Krankenhausaufenthalt bin ich drauf gekommen, wie sinnvoll es sein kann, eine Nagelfeile im EDC zu haben. In dem Fall hier ist es die Mr. Green aus Edelstahl mit dieser coolen kleinen Kunstledertasche. Macht sich sehr gut im EDC und ich bin froh, dass ich sie habe, ganz ehrlich. Meine Heidi Blacksmith Custom Pommesgabel, gerade für die dicken belgischen Pommes ganz hervorragend mit den kleinen Widerhaken. Cooles Teil, Flintstone Finish, mattiert, mittlerweile natürlich ordentlich abgegriffen, ordentlich abgenutzt. Cooles Teil möchte ich auch nicht mehr missen. Mein Navs Lineal mit Anschliffwinkelmesser, auch schon einiges an Spuren abgekriegt. Im Laufe der Zeit habe ich auch schon lange in Benutzung mittlerweile. Einige meiner Messerdesigns sind mit diesem Lineal entstanden. Hat also auch schon eine Geschichte zu erzählen. Cooles Teil. Ja, ist teuer, definitiv. Kostet in Deutschland irgendwo zwischen 45 und 50 €. Ich habe damals beim Import, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr bezahlt. Habe ich es importiert? Oder hatte ich eins der ersten, die Maxi im Shop hatte? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall damals der Preis, glaube ich, sogar noch knapp über 50 inklusive Versand. Ja, und dann definitiv auch der alte Fura Gear Titankamm. Sehr cool, den dabei zu haben. Da guck mal hier, sogar noch richtig schön vollgefusselt, wie sich das gehört. Einmal kurz durchgepustet. Ne? Also der Fura Gear Titankamm auch absolut nicht wegzudenken aus dieser Pouch. Und greifen wir mal hier ran. Da haben wir dann noch so ein Mini-Tool. Damit kannst du dann auch noch mal im Zweifelsfall einen Draht abisolieren oder irgendeine Schnur durchtrennen.
Du hast theoretisch eine Bit-Driver-Aufnahme. Du hast hier vorne einen Mini-Pry-Bar. Du hast einen Kapselheber. Den habe ich jetzt einfach mal hier durch den Karabiner gezogen, weil ich das einfach ganz cool finde, das Teil irgendwie noch so als Notfall-Mini-Pry noch irgendwo in dieser Pouch zu haben. Ja, das war die Vanquest. Das ist das Zeug, was ich in meiner Pouch so mit mir rumtrage. Ich dachte, ich zeige euch mal das Teil, in dem ich mal einfach alles leer mache. Falls ihr Bock habt, zeigt doch mal eure Pouches. Ich weiß, da ist ein Video in der Mache. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt voranpresche und hier schon mal mein Zeug zeige. Aber ich hoffe, derjenige hat Verständnis dafür. Ich weiß ja noch gar nicht, wann ich veröffentliche. Vielleicht ist er ja schneller als ich. Werden wir sehen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.